Ja, gehen wir weiter. Zum nächsten Bereich. Ob ich alle Pins habe, werde ich dann am Ende herausfinden. Ich gehe aber mal davon aus, dass ich bisher alles habe. Die gucke jetzt nicht nach. Die sieht man eigentlich offensichtlich. Die Bilder sind eigentlich die, die versteckt sind. So ist es normalerweise immer so gewesen. Wie komme ich da eigentlich hoch? Einfach nur so? Okay, na gut. Achso, ich habe schon 3. Ja, toll. Ich bin aber noch nicht fertig hier. Noch lange nicht, du. Noch lange nicht. Ich versuche es kurz zu halten, aber ich kann es nicht versprechen. Ding, dong, ding, dong. Hä? Und jetzt? Kiste. Hä? Die ist einfach so ein Wrist-Token. Was zum... okay. Was? Ich wusste gar nicht, habe ich schon welche übersehen in anderen Deathwish-Leveln? Ich wusste gar nicht, dass es in Deathwish-Leveln auch Rift-Tokens geben kann. Habe ich welche übersehen oder ist das ein Einzelfall oder wie ist das? Ey, das ist übelst verwirrend gerade, ne? Ich gehe jetzt einfach mal weiter. Keine Ahnung. Juhu, können wir gleich wieder dran ziehen. Oh Mann, ey, dass ich von denen treffen lasse. Zweimal! Seht überhaupt mein Contract für die? Nee. Hi. Oh Gott, die ebene Spinne. Hilfe. Sie muss sterben! Bam! Warte, man konnte Heiter nicht kommen. Deshalb muss ich das für ihn machen. So, aber wieder Full Heal. Das ist wirklich easy bisher mit dem. Okay. Hallo, ich bin stuck. Ich bin literally stuck, wenn die mich angreifen. Alter, nein. Nein! Alter, mit einem blöden kleinen Vogel! Ist nicht dein Ernst! Oh, bis gleich. Ich merke gerade, wenn man reinkommt in die Welt und sich umdreht, ist ja auch nochmal ein Weg. Ganz ehrlich, ich möchte den jetzt gerade machen. Nicht, dass ich den gleich vergesse, weil der ist mir gerade nicht aufgefallen vorhin. Und den muss ich killen! Die muss ich auf jeden Fall killen. Ja. 10 von den Dingern muss ich töten. Die werden wir jetzt endlich zu Gesicht bekommen. Deshalb habe ich wieder Snatchers Hitliste angemacht, weil... Ohne gemobbt zu werden? Aha. Lol. Okay, aber das ist das einzige Bonus, was sich immer wieder resettet, ne? Glaube ich. Aha. 10 hintereinander, ohne dass sie mich kriegen. Boah, das ist natürlich schwierig. Vor allem, weil ich jetzt einmal mich treffen lassen habe. Aber es werden sicherlich noch genug von denen erscheinen. Gehe ich mal von aus. So. Mehr ist hier nicht. Ne? Ich denke mal nicht. Okay. Gut, das war hinter uns. Habe ich die Glocke gemacht? Ich glaube, die habe ich noch nicht gemacht. Warte mal. Also. Generell habe ich sie schon gemacht, aber jetzt noch nicht. Nee, warte, jetzt gehe ich woanders lang. Ich mache alles in einer... Oh, ich mache alles in einer anderen Reihenfolge jetzt. Egal. Was soll's. Okay, ist egal, ist egal. Das sind nur die normalen Dinger. Die brauche ich nicht mehr. Nee, warte, hier war ich doch. Okay, nee, alles gut, Leute. Ich gehe doch richtig lang. Genau, hier bin ich vorhin irgendwo gestorben, weil ich mich mit den Dingen angelegt habe. Ich kann sie eigentlich auch ignorieren, Mann. Wieso ignoriere ich sie nicht einfach? Weil ich da ran muss. Oh, weil ich den killen muss, um da ranzukommen. Ah, ich kann auch auf den drauf springen. Na, okay, jetzt nicht mehr, aber das ist gut zu wissen. Und da ist noch was. Hallöchen, nächstes Spawn. Zusammen mit Geld. Eigentlich brauchen wir gar kein Geld mehr. Beim Yakuza DLC habe ich mir gedacht, höh, wo soll ich das ganze Geld herbekommen? Ja, Deathwish halt. Ja. Wie viele Bilder haben wir? Oh, sehr schlecht. Uns fehlen noch 2. War ich hier schon? Ne, das ist die Glocke, ja. Das zählt als aktiviert, das bleibt aktiviert. Okay. Ding! Was ändert sich ja eigentlich? Ach so, das öffnet das Tor zum nächsten Bereich. Das ist ja schön und gut, aber warte mal, ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch lang nicht fertig. Okay, ob ich lang fertig bin, weiß ich nicht, aber hier ist auf jeden Fall noch was. Eigentlich müssten noch 2 Bilder irgendwo sein. What the hell? Ich muss ja übel was verpasst haben. Ja, Tatsache. Ich habe übel was verpasst. Na komm. Ja gut, dann gehe ich jetzt auf Adventure-Suche. Yay! Yeah! Juhu, let's go!
suchen wir ein paar Bilderchen. Zum Glück habe ich das Kamera-Feature. Das wäre das hier ein bisschen schwieriger. Schau mal hier! Noch einer! Zwei. Warte, hier bin ich gar nicht lang gegangen. Ich glaube, es zwei Wege, habe ich gar nicht gewusst. Okay. Warte mal. Oder führt das beides nur hier hoch? Tut es. Ja, aber irgendwas muss hier doch noch sein. Warte mal. Hey, ich sehe was. Da. Da ist ein Bild. Aha, okay, das ist ein Bild. Aber wo ist das andere? Ja. Wenn man hier oben ist, kann man einfach runterspringen. Da hat man's. Okay, ich glaube, das letzte gucke ich nach wieder. Direkt beim Anfang hier. Man geht einfach geradeaus. Und schwupps, hat man's. Man kann einfach runterfallen. Auch wenn die Kamera es nicht zeigt. Kann man das von hier aus sehen? Nee, weil die Kamera ist einem nicht erlaubt. Okay, wenn man hier steht. Aber wer steht hier? Warum? Okay, eventuell, wenn man hier... da können wir noch ein Argument machen, aber... finde ich blöd. Keine Ahnung. Also die Bilder finde ich schwierig versteckt. Ansonsten die Pons. Easy. Zumindest wenn ich alle habe, dann easy. Okay. Jetzt gibt es nur noch zwei Bereiche. Und in jedem der zwei Bereiche gibt es nur noch ein Bild und nicht mehr viele Pons. Also sind zwei kurze Bereiche relativ. Lulul. Bin ich da hoch? Ist da oben was? Ich glaube nicht. Sieht ein bisschen so aus, aber ich glaube nicht. Ich glaube, die haben alle auch nur Deko. Die sind alle auch nur Deko-Objekte, haben nichts zu sagen, meine ich. So, ich muss mal auf ein paar Vögel stampfen. Boing, boing. Och, ihr wollt noch mehr? Okay, boing, 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 boing. Ihr seid nicht auf meinem Auftrag, auf meinem Killer-Auftrag, aber ich kriege gerne auch, wenn ihr wollt, haben nichts gegen. Klar, warum nicht? Okay. Du, 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 du. Gefunden. Ja, das ist, glaube ich, ab jetzt easy. Also noch einfacher, als es sowieso schon ist. Habe ich recht? But. But. Ist da oben was? Sieht schön aus. Nee, ist nichts. Sonst ist hier generell nichts mehr. Okay. Ich glaube, wir sind hier schon fast. Anführungsstrichen fast durch. Nein! Boah, die sind aber echt böse, ne? Die sind richtig schwierig zu bekommen. Wie soll ich denn 10 auf einmal dafür? Ich glaube, dafür gehe ich wirklich einfach nur in ein ganz normales Level, wo ganz viele von denen rumliegen und dann versuche ich so? Schätze ich? Keine Ahnung, Mann. Ich weiß wirklich nicht. Oh Gott, die hasse ich ja am meisten hier in diesem Level, ne? Ich gehe erstmal hier links lang. Weil ich das sage. Deshalb mache ich das. Ja. Hä, warte mal. Beide Wege führen hier hin? Kann doch nicht sein. Der linke hier mit dem grünen ist doch viel schwieriger. Irgendwas ist da faul. Egal. Okay, du leuchtest schon so. Willst du abgetroffen werden? Bam, bam. Warte. Warte. Bam, bam. Voll getroffen, Mann. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Hi. Was geht ab, Kumpel? Bitte. Habt ihr irgendwas zu bieten, irgendwas zu labern? Wollt ihr mit mir sprechen? Nein? Dann nicht. Ich muss aber da hoch. Also lass mich da hoch. Okay, wir haben 7 Ponds. Oh mein Gott. Wir müssen jetzt eigentlich ziemlich alles haben jetzt in Level, oder? Eigentlich sind wir jetzt durch. Denke ich. Wenn ich irgendeinen Pond verpasst habe, ne? Ich werde das so bereuen, aber... ich denke wirklich, dass wir nichts verpasst haben. Es müsste eigentlich jetzt alles sein. So, hier ist das letzte Bild. Und mal hoffen, dass es stimmt. Legenden schreiben, dass ein Held vor langer Zeit auf eine riesige Reise zur Dämmerungsglocke ging, sein Haus verlassen und viele Gefahren auf dem Weg, aber das Ziel im Auge. Diese Statue ist hier als Denkmal. Da ist ein Zitat auf der Rückseite des Steines, wahrscheinlich von der Ziege selbst. Es steht, bleibe entschlossen, stay determined, und du wirst dich mehr, als du erwarten würdest, beeifern. Sei stolz, was du gemacht hast, selbst falls es klein erscheint.
Danke, ich hab's Snatcher besiegt, danke. Du wünschst, dass du diese Ziege eines Tages treffen könntest. Er scheint, als könnte er ein toller Freund sein. Selbst wenn sie nicht sprechen können. Nett. Und jetzt verprügeln wir! Yeah! Bam, bam, bam. Komm her! Bam. Wo ist das? Da ist das. Yeah! Yippie! Hab ich alles gemacht! Doch, ich hab alles! Let's go! Und zum Bonusabschluss kriegen wir jetzt noch eine Story zu den ganzen Ziegen. The Forgotten Children, die vergessenen Kinder. Ja, da sind die ganzen Würmer, die halt scheinbar zu einer Zeit noch Kinder waren, aber wie Scheigeis alle nur die ganzen Masken trugen. Von ihren Lieblings-FNAF-Charaktern. Doch auf einmal kam Vanessas Curse, Vanessas Fluch. Und hat alles in Eis verwandelt, alles kaputt gemacht, ganzen Wald zerstört. Wegen ihrer bösen Rache gegen ihren Prinzen, der eigentlich gar nichts falsch gemacht hat. Aber sie dachte halt, sie hat was falsch gemacht. Ja. Und alle mussten drunter leiden. Alle sind in Eis verstarrt und somit gestorben. Doch ihre Seelen, ruhelos, liegen immer noch überall in den Wäldern rum. Mit den Masken, weil sieht cool aus. Und ja, da dachte die Snatcher so, hey, Leute, wollt ihr nicht einen Vertrag mit mir machen? Ich meine, ich habe da so ein kleines Kind schon dazu gekriegt, einen Vertrag mit mir zu machen. Wollt ihr nicht auch? Und all diese... Die von denen, also nicht alle, aber die von denen, die einen Vertrag mit ihm abgeschlossen haben, wurden zu diesen, ja, zu diesen Kindern, zu diesen schwarzen Figuren, die ihm helfen. Manchmal sieht man seine Attacken, also überall verstreut im Wald sieht man die. Das sind seine Sklaven, seine Handlanger. Ja. Krass. Aber coole Geschichte, wie, was das überhaupt für Dinger sind. Ich hätte nicht gedacht, dass du diesen random NPCs noch irgendwelche Story-Inhalte oder sowas bekommen, aber freut mich. Macht Sinn. Dann würde ich mal sagen, machen wir einfach weiter mit dem Level hier oben. Alpine Skylines, Vogelschutzgebiet. Wahrscheinlich keine Gegner besiegen. Schließe das Vogelhaus ab, ohne Vögel zu verletzen. Vögel verletzen ist verboten. Okay, sorry, ich brauche zwar noch so ein paar Gegner für meine Liste, aber egal. Ich bin sicher, die Vögel von diesen explodierenden Eiern fernzuhalten. Ich möchte keine Verletzungen sehen. Oh, das ist die Challenge. Alles klar, dann fangen wir an. Vogelschutzgebiet. Okay, warte, wo war nochmal das Vogelhaus? Und ich würde sogar lame, dass Alpine Skylines nur ein einziges Bild hat. Auch hier nur ein einziges Bild. Finde ich ein bisschen schade. Aber was soll's? Gott, ja, das ist das, wo sehr viele Bomben waren, oder? Ich glaube schon. Da müssen wir aufpassen. Aber ansonsten, die Musik macht Bock. So schwer kann es doch nicht sein, oder Kumpel? That is all I can sell for now. Ja, okay, er hat keine Ahnung. Er hat nichts für mich. Ihr dürft alle am Leben bleiben. Herzlichen Glückwunsch, Freunde. Ihr dürft alle leben. Ich habe das Gefühl, eine Challenge wird sein, habt nur ein Leben und die andere Challenge wird sein, dass keine einzige Bombe überhaupt explodieren. Von sich so explodieren. Oh Gott, das ist schlecht. Warum gehst du in meine Richtung? Er lebt noch. Okay, Freunde, er lebt noch. Alles gut, er ist nicht gestorben. Ah, ich habe 11 von 12 Gegnertypen. Ja, das ist doch ganz gut. Boah, wie viele sind denn hier? So viele waren aber nicht. Boah, den möchte ich eigentlich killen, aber ich darf jetzt keinen killen. Oh, er will mal mich killen. Muss auch. Ist kalt, ne? Okay. Ich habe Angst, muss ich zugeben. Ich weiß nicht, wo der bessere Weg jetzt ist. Hut. Da oben, okay. Verstanden. Ah, Bombe, Bombe. Oh nein. Die anderen folgen mir vor allem. Nein. Folgt mir nicht. Folgt mir nicht. Nein. Wait, ich lebe noch? Aber höchstwahrscheinlich ist die Challenge, lass nicht ein einzigen von denen explodieren, oder? Safe. Warum ist hier ein riesiger Vogel? Ah, okay. Ah, cool. What the hell? Was? Ich verstehe gerade irgendwie gar nichts. Bin ich überhaupt richtig? Ich habe absolut keine Ahnung, was gerade abgeht. Kann ich hier hoch? Peace, danke. Wo muss ich denn lang? Hier muss ich lang. Hier bin ich richtig.
Hier ist der Ort, wo ich lang wollte. Haha. Oh Gott, Bombe, Bombe. Weg hier, einfach weg hier. Einfach nicht explodieren lassen. Egal was jetzt passiert, die Bombe ist despawned. Habe ich recht? Na, habe ich nicht. Das ist böse. Ja, aber wie gesagt, ich wette mit euch zu 100%, lasst keinen einzigen explodieren. Ist eine Challenge. Psch, muss leise sein, Mann. Die hören uns noch, die Vögel. Ah, Gott. Was sind die Challenges? Komm, hau raus. Komm, hau einfach raus. Kann ich wegscrollen? Boah, aber ihr seht hier, das letzte Gebiet hat noch einiges auszupacken. Okay, bevor wir uns das alles anschauen, schauen wir erstmal die Boni. Mit einem Treffer hält, okay, habe ich mir schon gedacht. Was, besiege die 6 versteckten Mafia? Also ist es voll egal, ob die Bomben explodieren und ich alle töte? Ist es voll egal? Scheinbar. 6 versteckte Mafia? 6 bis... Wo waren da Mafias? Ah ne, warte, ein Treffer hält bedeutet doch, ich darf keinen einzigen Vogel sterben lassen, weil ich krieg doch immer Damage in der... Oh Gott, nein ey, das machen die jetzt wirklich? Ei, ei, ei. Okay, wir schauen mal, wie das so wird. Ja, Zeitlupenhut ist ja eigentlich ganz gut. Glaube ich, weil dann entdecken die auch einen nicht sofort. Kann das sein? Maybe? Komm her, Bombe, komm her. Nicht so. Okay, ich habe gerade nachgeschaut. Beide Boni muss man, oder sollte man zumindest, in 2 verschiedenen Runs machen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal, weil ich schon One Life Hero ausgewählt habe, versuchen erstmal das zu schaffen, ohne einen einzigen Treffer hier durchzukommen. Und ja. Nee. Beides eigentlich nicht. Aber na gut, doch, ich habe schon ein bisschen Fun. Ich war nur gerade nicht konzentriert. Ich war nur gerade irgendwie noch im Überlegen. Aber ja, ist auch egal. Auf jeden Fall 2 Runs machen wir. Einen Run, wo ich das mit One Hit Hero schaffe und einen Run, wo ich die Typen suche. So, und am besten gehen wir das langsam an. So. Also, hier ist eine Bombe. Am besten hier hin. Genau, explodiert sie nämlich dort. Die andere können wir aber skippen. Ihr seht schon, die aktivieren wir doch gar nicht. Die skippen wir. Wir können hier ein bisschen skippen. Wir können hier ganz schnell hoch. Aufpassen. Aufpassen. Die wollen nämlich so von den Kragen. Okay. So, wir wollen hier lang. Am besten die Abkürzung nehmen. Spart einfach Zeit. Guckt, der explodiert sofort. Hier ist niemand in der Nähe. So. Ich glaube, als nächstes geht es hier hoch irgendwo. Habe ich recht? Bitte lass mich recht haben. Genau, hier wollen wir hin. Das ist die schwierigste Stelle. Weil dort ist das letzte Ei. Hier. Was wir hier machen müssen, ist es... Verdammt. Er hat mich gestoßen, nein! Okay, egal, ich muss erstmal ignorieren. Ich muss wieder zurückkommen, wo ich vorhin war. Okay, das habe ich mir in meinem Video angeschaut. Das finde ich echt krass. Also, wir wollen, dass der uns hier sieht. Ach, verdammt! Okay, erneuter Versuch. Diesmal versuche ich mal, alle hier rüber zu locken. So, und ich sage euch das jetzt. Also, wir wollen, dass die Bombe hier runtergeschubst wird. Was leider... Oh, jetzt hat's geklappt! Ernsthaft? Und alle her... Okay, jetzt schnell weg. Na komm, schubs ihn, schubs ihn! Hat er ihn geschubst? Oh, nein, bitte nicht killen, nicht ihn! Nein, nicht killen! Nein! Ernsthaft? What? Schubs es doch weg, Mann!
Hör, eine ist runtergefallen! Warte mal! Das ist gut, eine ist runtergefallen! Ich bin durch! Oder? Oh, bitte sag mir, ich bin durch. Ich habe die ganze dieses Level so hart gespeedrun. Das ist so einfach. Nur diese eine Passage ist schwer. Okay, eigentlich habe ich es im Video gesehen, dass man die Bombe nach rechts runterschmeißen kann. Und dann explodiert es auch unten niemanden an den unteren Plattformen. Ich habe es einfach jetzt andersrum gemacht, dass der Vogel, der sonst immer explodiert wird, weg ist. Kann man auch machen. So, das erstmal wieder wegmachen. So. Hey, was geht? Was geht? Jetzt suchen wir die 6 Mafia-Typen. Ich weiß schon, wo sie sind. Ich habe mir das schon angeschaut. Ich zeige euch jetzt, wo ihr die 6 finden könnt. Sie sind, naja, nicht unbedingt schwer zu finden. Also wenn man sich wirklich umschaut und dann mal hier und da mal den Weg entlang geht, wo man nicht lang sollte, um nach oben zu kommen, dann findet man die. Ihr werdet jetzt schon gleich sehen, was ich meine, ja? So. Und jetzt, ja. Werde ich hier versuchen, euch das so gut wie möglich zu zeigen. Der muss kurz noch explodieren. Der nervt. So, weg ist er. Hat jemand getötet? Alles gut. So, hier gibt es einen Weg. Ist einfach ein, ja, ein Weg, der woanders hinführt. Zu einer Kiste. Hier müsst ihr aufpassen. Alle Mafia-Dudes. Wow. Verstecken sich direkt neben ein paar von den kleinen Piepmatzen. Müsst auch aufpassen, dass ihr die nicht auszusehen trifft. Kann leider sehr oft passieren. So, und damit haben wir den ersten. Und ich sage euch wirklich, ich weiß nicht, warum das hier als zweite Bonusmission angezeigt wird. Es ist wirklich die, meiner Meinung nach, einfachere. Es ist wirklich nicht so schwer. Funktioniert das so? Das funktioniert so, lol. Okay, ja. Weiter geht's. Hier gibt's nichts für uns. Nur ein paar nervende Bullies, die wir später auch noch killen müssen, aber jetzt gerade nicht. Wir wollen hier hoch, glaube ich. Kann man von hier aus schon hoch? Ah, nee. Da oben ist noch einer, aber da kommen wir gleich zu. Okay. Lass mich kurz überlegen. Hier ist einer. Aber der ist auf der anderen Seite. Genau. Da kommen wir von... Wo? Ich glaube, von hier oder so hin? Hier ist auf jeden Fall einer. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist zum anderen, aber hier ist auf jeden Fall einer. Da, ich sehe den schon. Nee, es ist nicht, hier ist ein anderer Weg. Aber auf jeden Fall ist einer und den... Sollte ich jetzt hoffentlich bekommen, ohne noch einen einzigen Piepmatz zu killen. Zumindest versuche ich es. Warum ist er so blut verschmiert? Oh Gott, ich sterbe hier noch. Da müsst ihr übrigens, ich glaube, aber ich bin mir nicht 100% sicher, alle neu machen. Also kann sein, müsst ihr aufpassen. Bin mir da nicht sicher. Ich würde aufpassen. So, da ist er tot. Das waren schon mal 2 von 6. Okay. So, wenn man hier den normalen Weg lang geht, nicht so wie ich und hier abkürzt. Hier den normalen Weg. Ah, warte, ich habe noch einen vergessen. Und zwar kann man hier hoch. Nur müsst ihr aufpassen, dass ein Bulli direkt springt. So, und die wollten natürlich jetzt nicht killen, deshalb müsst ihr direkt gegen die Wand schauen. Und da macht ihr so eine ganz, ganz kleine Explosion nur. Ja, aufpassen, da ist noch einer, der uns. Aua, der uns mobbt. Am besten hier oben stehen. Aus irgendeinem Grund kann man hier trotzdem die Hitbox noch erwischen. Ja, und am besten nicht runterfallen, so wie ich. Weil dann müsst ihr den ganzen Weg wieder neu lang gehen. Oh Gott, bis gleich. Oh Gott, okay, dann einfach hier rüberspringen und dann ist er hier. Nur aufpassen, dass er nicht aussehen die anderen Bullies tötet, die euch die ganze Zeit hin und her schubsen. Genau, immer aufpassen. Alle Mafia-Guys sind. Alter. Hallo! Sind irgendwo in den Ecken. Mit ganz vielen anderen Vögeln versteckt. Lebt er noch? Alter, reicht jetzt. Hallo? Hallo? Bitte, ich muss hier weg. Ich muss den auch noch töten. Okay. Und jetzt wieder raus. Nein, lass mich hier raus. Oh Gott. So, zurück hier zu dieser Stelle. Okay, ich... Hä? Was passiert? Ich kann mich nicht steuern. Okay, weird. Auf jeden Fall, ja, zurück zu dieser Stelle. Einfach ausweichen. Na, hier geht's da normalerweise lang. Da hinten seht ihr einen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall hin. Die werden nicht gespeichert. Okay, hol ich die kurz nach. Jetzt mobben die uns beide.
auch gut. Können sie ruhig machen. Was soll's, mir egal. Das wollte ich natürlich nicht. Nein, das war aus Versehen. Ach man. Da, jetzt ist er tot. Aber ich denke auch. Hört auf. Hier, Zeitlupe. Ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht. Haha, Opfer. Haha, okay. So, also. Jetzt rüber zu dem nächsten. Hier müsst ihr aufpassen. Weil hier super viele von denen sind. Aber instant A drücken, sobald ihr könnt. Oder halt Sprungtaste, was auch immer. Genau. Habt ihr da hinten schon gesehen, aber ich zeige euch noch den Weg. Hier müsst ihr durch direkt springen. Weil da ein paar Viecher sind, die euch noch das Lebenssäule machen. Und hier genauso, hier sind Bullies. Ihr seid jetzt zwar safe auf dem Zaun, aber ja, müsst ihr ganz den Mafia-Typen treffen. Ohne dass euch die Bullies hier irgendwie in irgendwas reinhauen, ne? Okay, keine Ahnung, wie der das hingekriegt hat, aber gut. Danke. So, und er ist tot. So, wie wir zurückkommen, ist, glaube ich, easy. Erklärend, selbsterklärend, zack, so. Okay. Okay, es sieht zwar jetzt nicht so gut aus für mich, aber ich zeige euch ja noch, wo die letzten beiden sich verstecken. Ups. Wait a moment. Seit wann sitzt er eigentlich hier? Den habe ich ja noch nie bemerkt. Ist er manchmal nur da oder ist er immer schon da gewesen? Ich merke es halt erst jetzt. Lol. Ohne Witz, dieses Level ist verdammt schwer. Aber ich zeige euch jetzt trotzdem, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich sterben werde, wo der nächste ist. Also der fünfte. Und zwar, wenn ihr hochgeklettert seid, dann könnt ihr entweder nach links noch oder nach rechts noch gehen. In beiden Richtungen ist einer. Einer von denen. Muss ich kurz nachschauen. Genau. Einer von denen findet sich dort. Ihr seht ihn auch schon. Am besten Timestop. Kommt er da easy rüber. Ja, er ist kein Problem. Es ist halt ein Mafia-Dude. So, es ist halt. Ja. Okay, ich habe es irgendwie geschafft, drei von denen zu killen, ohne einen einzigen Treffer zu erleiden. Was schon nach über 50 Tries echt schwierig ist hinzubekommen. Aber wenn ich das jetzt so vom Skill-Level her beibehalte, dann sind wir hier in diesem Try raus. Aber ich muss noch die Klappe halten, weil sonst funktioniert das nicht. Und man muss sich hier wirklich sehr stark konzentrieren. Egal. Das ist sowieso der einzige. Wenn ihr jemanden killt aus Versehen, dann hoffentlich der, weil das ist wirklich der einzige, den ihr killen solltet, falls ihr einen killt. So, okay. Drei Leben und fehlen noch zwei. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Okay, wenn die Bombe da kommt, müsst ihr die kurz hier reinholen, die Vögel. So, okay. Also, wie gesagt, links und rechts ist einer. Den habe ich ja vorhin schon gezeigt, den mache ich als letztes jetzt. Ich mache erstmal den hier. Hier ist das Problem. Hier wird hundertprozentig einer explodieren. Also eine Bombe. Hier solltet ihr aufpassen. Ja. Hier ist zum Beispiel eine Bombe. Also mindestens eine wird hier explodieren, weil ich glaube da hinten, ja da ist noch eine. Und ja. Wir müssen hier hoch. Oh, warte mal. Haha. Oh. Ja, obwohl. Hier ist nämlich einer. Das ist der letzte, den ich noch nicht gezeigt habe. Wir müssen aufpassen, weil es so ein Bully ist. Und der könnte euch noch bekommen. Oh Gott. Okay, ich glaube, das ist wirklich jetzt endlich der Run. Aber ich sag noch nicht zu früh. Ich freue mich noch nicht zu früh. Okay. Okay. Das ist der letzte. Okay. Hallöchen, Kumpel. Oh, du bist tot. Ja. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich hier schon sitze. Ich sitze hier wirklich viel zu lange. Ah, Gott, ey. Über 50 Tries habe ich hier. Ja, und jetzt seht ihr, ist abgeschlossen. Wir können das Level jetzt einfach gechillt verlassen.
Das zählt dann trotzdem noch. Ohne jetzt jeden einzelnen Mafia-Typen dazu erklären, wie ihr den besten macht. Der beste Tipp ist wirklich einfach. Ja. Zeitlupenhut. So oft es geht benutzen. Aber ansonsten, wenn ihr gerade eine Bedrohung seid, ihr müsst gerade ganz schnell reagieren, dann benutzt den nicht. Dann versucht einfach so zu skillen. Ja, ansonsten sind wir jetzt erstmal fertig für heute. Und beim nächsten Mal machen wir dann mehr hier von diesem hitzigen neuen Bereich. Oh, hier wird einiges auf uns zukommen. Oh, und das habe ich vergessen. Ja, was soll's.